Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir einen echt ätzenden, wieder mal nackte Überlebensschrein gemacht und Kroxam gesammelt. Jetzt geht's weiter, bis wir dem nächsten Schrein entgegentreten. Der ist hier. Haben wir noch einige Kroxam vor uns, die wir farmen müssen. Ich habe sie alle schon markiert. Wir werden uns jetzt teleportieren und dann geht die Reise los zum nächsten Kroxam. Goldie werden wir jetzt erstmal gar nicht mehr brauchen. Und ja, das wird richtig, richtig angenehm. Ich habe da mit euch richtig Bock drauf. Ich glaube, den da hatte ich geholt, ne? Ich guck gerade nochmal, ob... Oh Gott, ja. Ich guck gerade nochmal, ob wir irgendwelche vergessen hatten. Nee, den Großteil davon habe ich mit euch geholt. Genau. Ja, dann müssen wir jetzt hoch und dann geht's auf zu Rot. Und einmal durch. Das wird wieder ein langer Flug durch die Decke. Dankeschön. So, und dann zu Rot. Ich habe die, wie gesagt, offscreen schon, wie ihr das seht, markiert. Weil dann können wir direkt loslegen. Weil es stehen immer noch über 300 Kroxam auf unserer Liste, die wir farmen müssen, damit wir das Inventar voll bekommen. Da haben wir leider keine Wahl. Und die werden wir auch machen. So, da sind wir aber in Ruinen. Tabanta Dorfruinen. Hier haben wir schon mal auf jeden Fall eine Truhe. Ein Schild der Wände, ja toll. Danke, Bruder. Wetten auf diesem Baum hier drauf. Oder auch nicht. Ah. Gut, damit haben wir den. So, hier haben wir aber noch eine Truhe. Was haben wir hier drin? Ein Königsschwert. Hm. Wir haben aber relativ gute Waffen noch. Wir müssten aber einmal nochmal das Master Sword upgraden. Was nehmen wir denn für das Master Sword? Cool. So, dann auf. Weiter geht's zu Blau. So, da haben wir eine der Ruhen, der Drachentränen. Aber die haben wir ja schon alle erledigt. Wir haben ja schon das Master Sword. Wo ist eigentlich gerade der Schneesturm? Der ist da hinten, ne? Ah, da oben. Bruder, hoch mit dir, los. Nice. Alter, dass sich manches Mal so ein Kroxam bei einer Drachenträne versteckt, wundert mich immer mal wieder. Ich sehe ihn schon. Okay. Schade, ich hätte gern meinen Pfeil wieder gehabt, aber naja, egal. Oh, Link! Link, nein! Ja. Das war knapp. Huck.
Link hat es diesmal echt spannend gemacht. Wir sind fast wieder runtergefallen, lel. Hier finden wir noch ein paar Eisfrüchte. Sehr gut. Oh, wir müssen aufpassen. Wir dürfen ja nicht ins Wasser fallen, weil dann sterben wir halt einfach. Aber der nächste Krogsamen ist halt da unten, auf dem Baum. Nicht mal auf dem Baum, sondern wir brauchen dafür diesen Stein. Sehr gut. So, und wie kommen wir hier jetzt wieder weg? Oh, man muss echt extrem vorsichtig sein. Oh, wow, 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 Link, ganz ruhig, Bruder. Wenn wir ins Wasser fallen, sind wir tot. Oh, scheiße. Das könnte knapp werden. Wir müssen langsam hochklettern. Sonst endet das nicht gut. Sehr gut. Gut, wir sind oben. Dummes Stück, Alter. Du willst es auch unbedingt wissen, ne? Easy. Gleich auch nochmal Monsterlager ausradiert, Alter. Röst Wildbeere. Durch das Rösten am offenen Feuer werden Wildbeeren noch süßer und füllen etwas mehr Herzen auf. Hm. Chillig. So, die haben wir gut wegrasiert, aber ich bin nur interessiert an den Pfeilen und so. Eisenholzstock. Eisenholzstöcker sind eigentlich immer geil. Keine Ahnung, warum der silberne Bockblind nicht dem genommen hat. Silberne Exhalfos. Was ist denn hier drin? Nichts. Das wäre einfach nur ein Geheimgang gewesen. Okay. Kriegen wir erstmal die Eisfrüchte wieder zurück. Und dann ziehen wir weiter in Richtung Gelb. Mal gucken, wie viele Krogsamen wir in diesem Part bekommen. Ich hoffe mindestens 10. Das wäre schön. Ich bin so froh, wenn wir die Kacke hinter uns haben, ne? Das ist sogar noch schlimmer als das mit den Wurzeln. Und ich dachte schon, das mit den Wurzeln ist schlimm. Da habe ich mich wohl richtig hart geirrt.
ist der da drin? Wahrscheinlich, ne? Oh, Kacke, Alter. Lass mich raten, der ist da drin, ne? Ja. Da müssen wir hin. Irgendwie. Das wird halt ziemlich nochmal witzig werden jetzt. Nein! Oh, shit! Yes. Okay, wir haben den Krogsam schon mal auf jeden Fall. Lass mich raten. Das ist so funny, ne? Rudi! Das war so klar, Alter. Oh, ernsthaft. Eisexhalverschwanz. In diesem Exhalverschwanz ist die Kälte der Umgebung gespeichert. An Waffen verlängert er deren Reichweite, ist aber auch als Medizinzutat nutzbar. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Geil. Jetzt hätten wir ja auch einen guten Bogen gefunden. Daraus ist wohl leider nichts geworden. Ja, schade drum. Ein mächtiges Sonaniumschwert. Das kann stark sein, aber wir haben schon echt gute Waffen. So, dann gehen wir raus. Wir haben den Krogsamen. Dann als nächstes müssen wir zu Grün, zu der Brücke. Da hinten hin. So, mehr töten wir nicht, weil das lohnt sich für uns überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, viel aufrüsten werden wir nicht. Wir rüsten die meisten Sachen auf maximal plus 2 auf oder sowas und dann war es das halt auch schon. Weil für mehr lohnt sich der Farming-Aufwand nicht. Ja, Krogsamen, nice. So, und jetzt gibt's noch einen, da werden wir gleich wieder unser Hoverbike brauchen. Der ist irgendwo da hinten. Da liegt er auch rum, der Lappen. Nice. So, dann haben wir schon wieder die nächsten 6 Krogsamen gefunden. Geil. Ja.
Wir müssen einfach nur da hoch. So, perfekt. Ja. Oh. Töte mich einfach. Ja, dann müssen wir jetzt die nächsten Krogsamen markieren. Wo finden wir die denn? Ich meine, ab hier haben wir schon fast den Großteil, ne? Einer ist noch hier. Einer ist hier unten. Shit. Einer ist auch noch hier. Den hier oben auf dem Berg haben wir schon. Okay. Dann ist einer auch noch ganz fies hier. Und von da aus ist einer dann hier irgendwo. Und der nächste ist am Ende der Street hier. Das werden die nächsten Ziele sein. Dann gehen wir zuerst von zu grün und dann zu rot, blau, gelb, orange und ja so weiter. Ihr kennt das ja. Weil jetzt, wo wir das Teil ja schon haben, sollten wir es auch nutzen. Oh, shit. Wir müssen ziemlich tief runter, ne? Ich sehe das schon. Ja, geil. Nice. Oh, das ist so scheiße, Alter. Da jetzt zu landen, das wird ein richtiger Genuss, Alter. Ist mir egal, ob ich jetzt sterbe, wir müssen darüber, so oder so. Wie gern ich hier jetzt die Eisruhen hätte, Alter. Also die Eisrune. Weil jetzt müssen wir da hinten wieder zurück. Und ja, das ist super. Oh, geschafft. Dann auf zu Rot. Und bei Rot müssen wir zum Glück auch tief bleiben. Das war schön falsch. Na komm, das ist richtig. Ich weiß es. Yes. Wir kommen mit den Krogsamen diesmal sehr, sehr gut voran. 8 Stück haben wir in diesem Part schon gesammelt. So, jetzt müssen wir leider ziemlich weit nach oben. Weil blau müsste... Nee, noch nicht. Den der Kalibar-Spitze haben wir. Schon, das ist der hier. Nee, hä? Achso, das ist nachher der hier. Okay, wir müssen jetzt erstmal zu blau. Das ist der, alles klar. So hoch müssen wir gar nicht. Okay.
Wir müssten es gleich auch schon geschafft haben. Da oben, auf diesem Vorsprung, müsste der irgendwo sein. So, jetzt müssen wir nur noch den Stein finden. Der ist da unten. Ich bin einfach ein Mongo wieder mal. Nee, das ist nicht der Stein. Da ist der Stein. Oh, gut versteckt. So, dann bringen wir den einmal dahin. Vervollständigen den Kreis. Oh yeah. So, dann als nächstes zu Gelb. Gelb wird uns wieder 2 Krogsamen bringen. So viel steht fest. Gelb ist nicht wirklich da oben, oder? Nee, Gelb bringt uns dann keine 2 Krogsamen. Okay. Sollte ich so easy schaffen. Yes. Dann habe ich mich da tatsächlich richtig hart geirrt. Dann auf zu Rosa. Den Schrein hier haben wir ja schon. Rosa ist wieder sehr, sehr, sehr tief. So wie ich das sehe. Müssen also wieder tiefer runter. Nicht ganz so tief, wie man es jetzt vermuten lassen möchte, aber hier auf dieser Höhe, wo die Gegner sind, müsste das sein. Ich kann mir vorstellen, was das ist. Ja. Das war typisch. Damit haben wir tatsächlich in diesem Part jetzt schon 11 Krogsamen, glaube ich, gefunden. Und wir sind noch nicht am Ende. Und wir ziehen weiter. Auf zu Himmelblau. Himmelblau ist jetzt aber noch tiefer, oder? Nee, die Street endet auch gleich hier. Das ist nice. Das ist cool. Irgendwo hier ist der dann. Ach, da oben. Sehr geil. Gut, damit haben wir die im Kreis auch. Die nächsten sind... Einer ist hier oben. Dann ist einer noch hier. Hier, da sieht man noch den riesigen Steinkreis. So, wir gucken mal. Den da oben haben wir auch noch nicht, ne? Nein, der ist dann hier. Und den haben wir. Gut. Einer ist dann... Hier irgendwo. Und... Ich irre mich gerade, oder? Nee. Einer müsste hier sein. Und dann ist einer noch... Hier. Und einer ist auch noch... Hier.
Den hier oben haben wir. Den hier haben wir auch noch nicht. Den hier haben wir auch noch nicht. Und ab da müssten wir alle haben. Gut. Dann kennen wir unsere Ziele, die wir jetzt noch angehen können. Gehen wir zuerst zu Rot. Dieser Ort hier wird später übrigens für die Story-Quest wichtig. Und los geht's. Auf zu Rot. Dass wir so viele noch nicht haben oder übersehen haben, habe ich jetzt nicht gedacht. Gut, und danach zu Himmelblau. Oh, shit. Ah, das ist super. Na komm, Link, kletter jetzt. Rudi, wir haben keine Zeit. Das hat schon gereicht. So, wir gehen natürlich nach unten. Wir holen uns unser Hoverbike-Dingens wieder. Oh, ernsthaft? Und los geht's. Auf zum Himmelblauen. Der Himmelblaue ist, glaube ich, sehr tief, ne? Whoopala! Ja, der ist tief. Wir können aber auch zuerst mal hier hingehen. Und das Symbol hier abgrasen. Lass mich raten. Nee. Der ist da hinten drauf, oder? Irgendwo hier. Ja, da ist er auch schon. Hast verdient. Dann würde ich sagen, holen wir uns die beiden Symbole noch, die jetzt nicht leuchten, bevor wir dann die anderen angehen. Ist das eine Feuerfrucht? Nee, ist nur ein Hyrule-Tanzapfen. Los geht's. Weil wenn wir schon mal dabei sind, warum sollten wir uns die jetzt nicht holen? Weil dann hätten wir sie. Und dann können wir die Symbole beim nächsten Mal abgehen und uns auch gleich zum Schrein aufmachen. Oh, scheiße. Ein Gleok. Komme ich denn ohne Probleme an den Krogsamen ran? Ich habe echt, wie gesagt, überhaupt gar keinen Bock, gegen einen Gleok zu kämpfen. Ah, okay. Ein Dach brauchen wir. Ja.
Na komm. Was zum Fick, Alter? Ah, ich verstehe. Das geht nur so. Yes. Man braucht nicht immer ein ganzes Dach bilden. Ihr müsst nur die Statuen abdecken. Das ist ganz wichtig. So, einen holen wir uns noch. Das ist der da hinten. Und dann werden wir da erstmal pausieren. Ich bin froh, dass wir nicht gegen den Gleor kämpfen müssen, weil dann hätte ich den Part jetzt beendet. Das wäre ein fetter Bosskampf geworden. Irgendwo da oben, ne? Ich sehe es, glaube ich, schon. Yes. Ah, Moment mal, nee. So nicht. Da, oh Gott. So? Yes. Ich wollte das ganz anders platzieren, weil ich ein Mongo bin. Sehr gut. So, dann fliegen wir zum Himmelbau zurück und dann machen wir Part dicht. Damit haben wir die drei auch. Alter, mehrere Gleoks, ey. Das ist übel. So, wir werden unser Motorrad gleich eh verlieren, also scheiß was drauf. Das müsste er sein, oder? Ja, das ist ja hundertprozentig. Dein Ernst jetzt, Bruder? Sehr gut. Gut, Leute, dann werde ich den Part an der Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir hier weitermachen. Es geht weiter mit der Krog-Samensuche und wir haben ja noch einige markiert. Ich werde nochmal gucken, ob in der Nähe noch mehr sind, aber ich glaube, wir haben den Großteil jetzt hier in der Tabanta-Region. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!